Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Alpenfarm-Projekt. Einen wunderschönen Mittag wünsche ich euch. Jo, jetzt ist es wieder soweit. Jetzt kommt einmal wieder eine Folge vom Alpenfarm-Projekt, weil der Herr Kollege keine Zeit hat gehabt bei der letzten Aufnahme. Und jo, wie sind wir da beim Sammeln stehen geblieben? Wie viel ist denn da jetzt herinnen? 144.238. Jetzt müssen wir es verdichten. Jetzt stellen wir mal das weg. So, dann schauen wir. Ne, das passt doch, ja. Jetzt brauchen wir, haben wir eine Schiebeschuld oder müssen wir uns kaufen? Das ist eben die Frage. Ah, was gibt's denn da Schönes? Was ist so der Unterschied? Versteht gar nicht. 5 km/h Seile gleich. Ab und steht, oder? Ja, nochmal Zusatzgewicht. So. Kollege, fast mal, bitte zum Händler. Was ist mit dir los? Was machst du? Herr Kollege, fahr selbst. Ach ja, die ganze Sache mit dem Helfer, da ist nur im Auto. Ah ja, da war ja da was. Schön unsere Salatpaneele. Und ich hab nichts gesehen. Wo er schuld, aber ich hab's nicht gesehen. So.
So. Ah, was ist das? Der Herr Kollege. Hallo, sorry. Haben wir Gewicht da? Schaut ja schlecht aus. Dann werden wir uns nochmal ein schönes holen. So, machen wir das so. Passt dann, genau. So. Gucken wir den Herrn Kollegen mal an. Dann fahren wir mal. Ist wieder so ein Kindergartenabteilung. Ich glaube nicht damit den so einen Tag, dass er Kindergarten hinten drin ist. So soundtechnisch haben sie es auch wirklich gleich hingekriegt, bis auf die Hupen. So ein bisschen. Was überhaupt mit denen? Ah. Jetzt weiß ich, warum ich den Blumenhut am Tag habe. Warte, ich muss wechseln.
So. Was, 5 Euro Lohnzahlung? Herr Kollege, was ist mit Ihnen los? So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne eine Bewertung da. Schaut es in der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.